Hallo und herzlich willkommen zum 21. Tag des etwas anderen Adventskalenders. Ein kurzer Rückblick zu gestern. Herodes erfuhr vom Baby und wollte es umbringen lassen. Die Weisen aus dem Morgenland, also die Sternendeuter, fanden den Stern, folgten ihm, der ihn zu Jesus führte. Und dort fanden sie ihn auch. Sie beteten ihn an und brachten ihm Geschenke. In derselben Gegend von Maria und Josef waren Hirten auf dem Feld. Sie passten auf ihre Schafe auf. Und auf einmal erschien ihnen ein helles Licht, ein Engel. Und die Herrlichkeit Gottes umzingelte diese Hirten. Das kannst du in Lukas 2, Vers 9 nachlesen. Und der Engel sprach zu ihnen, sie sollen sich nicht fürchten. Er wollte den Hirten eine frohe Botschaft übergeben. Und diese frohe Botschaft ist für das ganze Volk gewesen. Das Zeichen von der frohen Botschaft ist, ihr werdet ein Kind finden, gewickelt in einer Futterkrippe. Als der Engel das ausgesprochen hatte, kamen auf einmal viele Engel und fingen an, Gott zu loben. Friede auf Erden und ein Wohlgefallen unter den Menschen. Musst dir vorstellen, mitten in der Dunkelheit, auf einmal wird alles hell wie bei Tag und da kommen Engel, begegnen dir und sagen, eine frohe Botschaft verkündige ich dir, der Retter ist geboren, Jesus Christus, erzähl es dem Volk weiter. Das muss echt krass gewesen sein. Also ich stelle mir das echt spannend vor, wenn ich jetzt so in der Dunkelheit bin und auf einmal so ein Wesen sehe und der redet mit mir und sagt, hey, hier ist was passiert, geh hin, erzähl davon. Dann dachte ich auch noch, okay, muss man ja eigentlich überprüfen, oder? Stimmt das oder nicht? Weil wenn die sowas noch nie erlebt hatten. Auf jeden Fall konnten sie ihren Mund nicht mehr halten, die Hirten. Weil die total begeistert waren davon. Sie gehen überall hin und fingen an, davon zu erzählen. Von diesem Wunder und was sie erlebt hatten, von den Engeln. Und was die Engel gesagt hatten, dass ein Geschenk hier auf dieser Erde gekommen ist. Dass der Retter geboren wurde. Als sie diese ganzen Sachen erlebt hatten, haben sie gedacht, ey, ich prüfe jetzt erstmal. Ich muss dieses Baby finden von dem, was die Engel erzählt hatten. Sie suchten das Baby, ob das denn stimmt. Und tatsächlich, sie fanden dieses Baby. Alles genau so, wie der Engel es prophezeit hatte. Und nachdem sie das gesehen haben, also nachdem sich das bestätigt hatte, was die Engel den Hirten gesagt hatten, ab da konnten sie ihren Mund nicht mehr halten. Sie gingen überall hin und verkündigten davon. Sie erzählten den Menschen, was sie erlebt haben. Mitten in der Dunkelheit, das Licht, was der Engel gesagt haben, dass es gestimmt hat. Hey, hier ist ein Baby geboren, was der Sohn Gottes sein soll. Er soll der Retter dieser Welt sein. Und sie fingen an, immer mehr Gott zu preisen, überall hinzugehen und von dieser Geschichte zu erzählen. Wenn du sowas erlebt hättest, könntest du deinen Mund dann noch halten? Nicht jeder freute sich über diese Geschichte. Denn Herodes merkte, dass er von den Weisen im Morgenland betrogen wurde. Morgen geht's weiter.